Moin, moin, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Es ist Freitag, das heißt wieder Bonushandtag. Wie ihr seht, da läuft schon alles durch. Wir haben heute 13 Spiele gesammelt, wir haben 1000 gestartet, haben noch 200 drauf, Break-Even 80x. Wir starten mit The Doghouse, Big Bass Fishing Mission, Fire Portals, Wild West Gold, Megaways, Heart of Cleopatra, Mammoth Gold, Starlight Princess, Zeus vs. Hades, Sumo Supreme, Book of Madness, Samurai Code, Excalibur Unleashed und Roman Legion. Alle Einsätze so auf 60 Cent, außer die letzten drei, die sind ein bisschen höher, die drücken den Break-Even natürlich. Sind wir gespannt und gehen auch direkt rein in die Slots, würde ich sagen. Also, Slot an, Overview aus. Let's go, Spiel Nummer 1, Doghouse. Doghouse ja in letzter Zeit, wer in den Livestreams dabei ist, der weiß, ist nicht wirklich berauschend. Aber wir lassen uns eines Besseren belehren, hoffentlich. Los geht's. So. 9, 9, 9, 9, 9. 11 Spiele, okay? 11 Spiele, ich muss sagen, meine besten Bonis hatte ich so mit unter 12 Spielen. Alles, was mehr war, war irgendwie immer schlecht. Hat man immer große Hoffnung, aber es kommt Müll bei raus. Also, let's go. Hütte. Okay, gleich, wir starten mit einer. Noch eine zweite hinterher? No way. Pause macht er. Komm, gönn noch eine. Okay, nochmal Pause. Jetzt ist aber Zeit. Ja, das meinte ich gerade eingangs damit. Wieder keine Hütte. Hier ist auch nur ein Zweier-Multi drauf. Und wieder nichts. Ja, also läuft er nur noch. Ich glaube, die sollten wir langsam auf unserer Slotliste streichen, würde ich sagen. Bringt einfach nichts mehr. Ja, da hat die gefehlt. Noch ein Dreier, kommt noch eine dritte. Auch nicht. Das ist alles zu spät. Das wird nicht mehr 100x geben. 8 Euro, letzter Spin. Hinten raus auch nichts mehr. Bisschen Dingelingeling. 15 Euro nochmal, 23,10 Euro. Das trage ich uns natürlich in die Liste ein. Update. Tja, Spin after Win nicht vergessen. Und weiter geht's zu Heart of Cleopatra. Heart of Cleopatra kann knallen, aber oft auch richtig schlecht. Vielleicht verlängern wir ja mal. Heart of... Sorry, ich bin völlig aus der Liste. Big Bass Fishing Mission. Big Bass Mission Fishing. So rum ist es richtig. Mission Fishing. Da haben wir ihn. Natürlich wollen wir da rein. Wir wollen uns noch den Bonus abholen. Wie gesagt, hier nehme ich immer den Krabbenbonus. Also Geld stapeln klingt auch viel besser als Free Spins. Und außerdem wird man hier nicht vom Olaf enttäuscht. Weil das bin ich wirklich leid. Okay, 1,50 drauf, Bombe ins Leere, nutzlos. Für die es nicht kennen, ich erkläre es gerne nochmal, wenn wir die Reihe voll haben, dann sammelt die Krabbe das unten ein, kriegen wir eine Münze, fällt eine Mine runter, das kann ich jetzt zeigen, nein, vielleicht jetzt, wo fällt die Mine, safe, verdoppeln wir, zack, das geht alles mal zwei, das was wir unten gesammelt haben natürlich auch, ne? Also wenn ein guter Wert drin ist und da zwei, dreimal die Mine rauf fällt, dann kann das schon lecker werden, so. Da wird verdoppelt, da wird schon 25 drauf. Den will ich unbedingt. Walze 2 will ich unbedingt. Das ist jetzt noch nicht so berauschend. Komm, den will ich unbedingt. Kriege ich aber nicht. Jetzt aber. Okay, er verdoppelt. Wir sind schon bei 50. Den will ich haben. Dann holen wir uns die 50x. Komm schon. Jawohl, da. Und auf die 2 nochmal drauf. Egal, da haben wir ihn abgeholt. Hier haben wir schon 53 Euro drauf. Also 100x haben wir dann schon fast. Sehr gut. Nochmal eine Münze und noch zweimal hier eine Mine drauf. Und dann wird's süß. Münze. Und hier Mine. Auf die. Nein, nicht da, aber egal. Wir haben hier schon 65 Euro knapp. Jetzt sammeln wir dann nochmal ein. Wir kommen auf fast 70 Euro. Münzen. Komm schon, einmal noch. Eine Mine will ich noch sehen. Jawohl, und auf die 2. Oh Mann, ey. Aber egal, da haben wir 14 Euro. Einmal noch auf die 2 drauf. Komm, Münze. Zieh nicht durch. Komm, eine wollen wir noch. Eine machst du noch. Fuck, nein. Oh, wir haben noch eins. Aber auch das geht ins Leere. Ich dachte schon, wir sind durch, aber wir haben 4 Leben. 78 Euro. Hey, der war doch okay. Der war doch okay, muss ich sagen. 78 Euro gewonnen. Das nehmen wir doch mit, würde ich sagen. Schnell eintragen in die Liste. Spin after Win machen und rein geht's zu Fire Portals. Fire Portals haben wir auch.
wenn ihr mir durch die Reels guckt, auch einen richtig nicen Win gehabt. Fire Portals. Gutes Spiel, ich mag die Spiele, die super, diesmal was ganz anderes. Aber es ist halt auch super schwer, ne? Let's go. 10 Spins, 3 Bücher. Oder besser, 3 Bücher, 10 Spins. Schnell connecten. Okay, 3 Portale, das ist schon mal gut. 3 Feuerportale haben wir da. Hier weitermachen. Geht ins Leere. Wir müssen jetzt natürlich ein bisschen connecten, dass sie Multi kriegen. Dann gehen wir auf 2, geh nach links. Geh nach links. Schmutz, falsche Ecke. Geh nach unten wieder. Okay, der verschwindet ganz. Vielleicht kommt das später nochmal zum Vorschein. Okay, die beiden verbinden sich. Dann haben wir da einen 4er Multi. Der ganz in die Ecke, Schmutz. Ist eigentlich egal, wohin er geht. So, weiter geht's. Und jetzt geht er wieder nach oben. Oh, ich komm's doch gleich. Drittes Portal. Verlängern mal. Verlängern mal. Komm, drop das Buch. Drop. Do it. Shit. Okay, da haben wir 5 und 2er. Alles nicht gut, Alter. Also sind einfach zu weit auseinander. Und der geht in die Ecke zurück. Ja, gut, ich glaube, das Ding hier können wir abhaken. Da wird nicht mehr so viel passieren. Schade, Marmelade. 2 Spins noch. Ja. Ja, nochmal runter. Aber das war's. Hier passiert nicht mehr viel. Wir werden mit Glück noch 2-3 Euro hier. Mit Glück. Ja, das war's. 14,16 Euro. Schade. Wie gesagt, Spielidee ist super. Aber halt auch super schwer, hier was zu treffen. Und wenn die so weit auseinander sind, die Feuerportale, keine Chance. So. Next one ist Wild West Gold Mega Ways. Connected nichts. Ja, Wild West Gold Mega Ways, auch so eine Slot. Kann alles oder nichts machen halt, ne? Muss auch richtig schreiben, dann klappt das auch. Bestätigen. Lass uns rüber. Eiswürfel im Glas, beste. So, Standard 3 Scatter. Das heißt, es gibt ja nichts im Base Game zu holen. Okay, 3er und 2er. Jetzt musst du auf die 2 direkt. Und das macht er auch. Und verlängern vielleicht noch. Noch ein Stern. Schade. Egal, wir haben noch ein paar Spins. 5 Stück. Verlängerung wäre super nice. Komm schon. Stern. Stern. Nein. Du Ekel. Vorne fehlt auch noch die Frau. Egal, 12,60. Der kann schon. Noch ein 3er oder 5er mal dazu. Nochmal ein Stern. Muss doch was machen, Digga. Wo ist der Stern? Unglaublich. So ein Start. Okay, der grüne, zweitbeste Symbol. 2,96. Gut ist das nicht. Wir müssen verlängern. Wo ist der Stern, Alter? Ach komm, hör auf. Auf dem letzten nochmal. Ja, das war klar. Das macht er eigentlich gefühlt. Aber er geht durch. Das muss doch Profit sein. 3 mal 3 mal 2. 73,14. Nice. Den können wir mitnehmen. Das geht auf jeden Fall schlechter. So, jetzt wie eben schon angekündigt, kommen wir zu Heart of Cleopatra. Da ist sie. Heart of Cleopatra. 10 Freispiele und Abfahrt. Also, wir brauchen die Frauen. Diese hier. Und die müssen am besten was treffen. Tun sie nicht. Mehr davon. Keine da. Für die, die es nicht wissen, wenn wir mit dem Wild connecten, dann hinterlegen die connecten Felder Multis und jedes Mal, wenn wir drüber connecten im Laufe der Freispiele, verdoppelt sich der Multi. Das kann halt steil gehen, ne? Aber ohne Multis, wenn die so lange auf sich warten lassen, wird es natürlich auch verdammt schwer. Okay, jetzt mal, wo sind sie denn? Ach komm, hör auf, Alter. Jetzt sind wir schon halb durch. Da muss natürlich wild werden und wieder keine da. Vielleicht nochmal den Hund. Auch nicht. Ja, ich glaube, da machen wir einen ganz großen Haken hinter die Freispiele. Oder ein ganz großes X, ein dickes, rotes, fettes X hinter. Oh, er verlängert und wir haben noch gar nichts. Das ist ja so bitter. Er verlängert so selten und wir haben einfach nichts. Ach, komm schon. Aber immer noch keine Wilds. Und schon wieder kein... Alter, das gibt's ja nicht. Da
das gibt's doch gar nicht. Oh, ist das bitter, ey. Guck mal, wie der connected. Jetzt mal. Nochmal volle Frei. Immer noch kein White da. Also, will nicht sagen, dass ich mich ein bisschen gescampt fühle, aber ich fühle mich ein bisschen gescampt, Digga. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt haben wir eins und jetzt treffen wir auch. Zweimal so. Und jetzt mach voll die Dinger. Okay, und connecte. Sehr gut. Nochmal die Käfer hier. Na gut, weiter. Nochmal White. Jetzt gib Vollgas. Okay, White nehmen wir nichts mit. Er macht einfach einen Deadspin. Wir connecten da. Haben wir was getroffen? Nischt. Einmal ins Leere, bitte. Und nochmal ins Leere, bitte. Und da bist du was, oder? Da unten ist er. Ach komm, so ein Schmutz. Also er fickt uns hier doppelt, muss man sagen, ne? Also erstmal, dass die ersten 10 Spins komplett tot gehen. Und dann die zweiten einfach nicht auf die Whites connecten, also nur Deadspins quasi. Also da muss ich schon eine Serie hinlegen oder halt verlängern, ne? Das wäre natürlich noch so ein Schlüssel zum nachträglichen Erfolg. Okay, den nehmen wir auch nochmal mit. Hier oben nochmal rauf, haben wir einen Achter. Okay. Achter ist unser bester Multi. Da oben hier diese Dinger. Nein, auch nicht. Letzter Spin, das ist ganz schlimm. Das ist ein ganz schlimmer Bonus. Was tut er denn darauf? Auch 15 Cent noch. Ja, ganz, ganz, ganz furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. 15,75. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Anyway, rüber geht's zu Mammoth Gold. Mega Waste, Spin After Win. Mammoth Gold, Mega Waste. Da ist er. Lass uns rein, auch auf 60 Cent drin. Ich nehme die Spins auf jeden Fall. Also hier jetzt das Glücksspiel zu wagen. Wer doof. Wir nehmen die 10 Spins. Das ist schon in Ordnung. Da kann dann schon was. 10 Spins, let's go. Okay, Connection ist da. Herz. Okay, mach das Herz. Mach den Geier. Aber macht nichts. Weiter geht's. Deadspin. Und noch ein Deadspin. Na, das ist natürlich schmerzhaft. Und noch einer hinterher. Und jetzt haben wir das Wild endlich da. Aber treffen nichts. Guck's dir an. Aber 9er Multi haben wir. So, vielleicht können wir damit jetzt hier arbeiten. Vielleicht nochmal eine Verlängerung. Noch ein Deadspin. Katastrophe, Digga. Was ist denn hier los? Wild ist da. Jetzt treffen wir wenigstens mal. Mal 2 nur. Aber 18er Multi. Beziehungsweise jetzt 19er. Herz macht blau. Er macht nicht weiter. 3 Spins noch. Und wieder der Wolf doppelt vorne. Keine Wege, keine Connection. Das ist das Spiel. Okay, Schwein. Wild ist wieder da, sehr gut. Schwein treffen wir auch. 40er Multi jetzt. Komm, donner mal was. Wild ist... Noch ein Spin davor. Es ist schon der letzte. Keine Connection. 16,92. Ha. Ja, einer müsste jetzt mal was machen, ne? Next one ist Starlight Princess. 1000. Wer treuer Zuschauer ist, insbesondere von Twitch, der weiß, hier hatten wir schon mal Max Win. Und letztens auch beim normalen Starlight, fast. Wunder, dass er den nicht gegeben hat. Checkt die Videos ab, wenn ihr wollt. Bei der letzten Bonushand war Starlight Princess gut. 15 Spins gibt's. Let's go. Okay, direkt verlängern mal. Ha, keine Verlängerung, kein Multi. Jetzt komm, schwing dein Ding. Hier wird nichts geschwungen. Herzen nochmal. Wo ist der Multi? Wo ist der Multi? Ach, gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt kommt er. Wie immer, egal. Zweier nehmen wir erstmal mit. Zweier nehmen wir erstmal mit. Ja, aber noch ein bisschen. Tot. Also, sie steht auch ein bisschen verloren da. Sie macht ja gar nichts. So, jetzt aber. Blau noch, Multi. Nichts. Und wieder da. Ein Dreier gibt's drauf. Den nehmen wir nicht. Vierer nehmen wir. Wir haben die Herzen. Geht's nach Monde? Nicht. Fehlt auch ein Mond. 2, 4, 6, 7 haben wir nur. 8 brauchen wir. Tot. Okay, Multi nehmen. Nochmal ein Vierer, ein Zehner Multi drauf. Türkis. Okay. Schwierig. Und nun? Nichts. 7,20 Euro. Und nochmal Zauberei? Nein. Zauberei. Nimm den Multi. Tot. Okay, jetzt kann er ein bisschen was machen. Blau noch, vielleicht dann noch die Monde und vielleicht mal ein Multi.
Jetzt noch Monde, Sterne, Multi, Multi kommt und die Monde auch. Jetzt nochmal die Sterne. Herzen will ich gar nicht dran denken. Egal, 12er Multi. Dafür 24. Ist okay. Wir haben noch 3 Spins. Tot. Okay, nimm ihn. Jawohl, 7er, 19er Multi. Macht er weiter? Macht er nicht. Schlechter Tumble. Das taucht für gar nichts. Und der letzte. Türkis nochmal mitnehmen. 45, 60. Nicht schlecht, nicht gut. Nehmen wir so mit. Tragen wir ein. 45,60 €. So, Zeus vs. Hades, God of War. Wir wissen alle, besonders die, die öfter dabei sind, was der kann. Wir wissen aber auch alle genauso gut, dass er 10-mal so oft gar nichts kann. Hades-Bonus ist drin. Lass uns überraschen. Schlimmste erwarten, das Beste erhoffen. Kugel direkt. No way. Kugel. Okay. Ich möchte sie eigentlich auch nicht hier hinten haben. Wenn, dann hier vorne bitte. Komm schon. Wo ist das Ding? Doppelt gleich wenigstens. Nichts gibt's. Wie traurig. Okay, jetzt haben wir ihn auf der 2. Was haben wir für Multi? 7er wenigstens. Er nimmt den 2er. Jo. Also wenn wir 100x schaffen wollen, dann muss er uns zumindest noch eine zweite Kugel geben. Aber das tut er nicht. Damit gehen wir mit... Das ist ja ein Mittelfinger, der mir zeigt. Auf dem letzten noch mal eine Kugel drauf, die kommt nicht durch. Traurig, 4,06 €. Naja, das war wieder so einer, bei dem nichts mehr rumkommt. So, Sumo Supreme Mega Waves. Wir haben letztens mal getestet. Ziemlich neues Slot. Ist auch mal was anderes. Also muss ich sagen, Sumo Supreme Mega Waves. Pragmatic äußerst kreativ im Moment. So die letzten Wochen. Aber. Ja. Einfach ist es nicht. Wie immer. So, wenn wir. Für die, die es nicht kennen, wir verlieren hier Gewicht. Wenn wir connecten. Und immer wenn wir unter den Gewichten sind, die hier sind, dann schaltet der was frei. Wir gucken gleich mal. Also er müsste jetzt die 42 hitten. So, da ist er auf. Okay, wir haben noch wenig Spins, aber er kann noch verlängern, ne? Ich glaube, der kann noch verlängern, wenn ich mich nicht alles täusche, aber das ist schlecht. Das ist schlecht, Digga. Ja, eine mittelschwere Katastrophe. 9,96. Döner mit Ayran, das war's. Spin After Win. Ja, jetzt muss was passieren. Ich dachte gerade, der geht nochmal rein. Jetzt muss natürlich was passieren. Nächstes Spiel ist Book of Madness. Da kann man eigentlich froh sein, wenn man solide 100x schafft in der Regel. Wir schauen. Aber dann kommt noch Samurai Code und Excalibur Unleashed auf höheren Einsatz. Der könnte ich retten. Gut, wir haben das Ass. Wir werden es auch 150x. Let's go. Obo direkt verlängern. Wie fahr Buch. Mach's Buch. Ach du Hund. Ein Ass. 3 Stück. 3,50 €. Nicht der Rede wert. 1, 2. Wieder 3. Nochmal 3,50 €. Verlänger mal. Gar kein Ass dabei. Jetzt mal ein Vierer, das sind 17,50. Nehmen wir. 1, 2, nochmal ein Dreier, nochmal 3,50 €. So, aber voll das Ding. Keine Chance. Vorletzter. Noch ein Vierer. Okay, 100x hat er gemacht. Last one. Komm, Verlängerung. Nochmal 3 Asse. Okay. Komm, 83,30 ist okay. 83,30, nehmen wir mit. Nächstes Spiel ist halt, wie gesagt, Samurai Code. Auch wieder Pragmatic. Let's go. Ja, Samurai Code. Eigentlich Big Bass, ne? Big Bass mit anderen Symbolen. Hoffentlich zeigt sich der Samurai öfter. Bis jetzt nicht. Okay, da haben wir einen.
Aber er hat eine Linie mehr als Big Bass. Das muss man ihm lassen, ne? Noch ein. Schmutz. Komm, jetzt Vollgas. Zweiten. Digga. Mal doppelt. Oh, macht er sogar. Mit Schwert, okay? Auf Ansage. Aha. Der alte Profi. Fische schlecht. Knapp 20,16 Euro gibt's hier. Aber wir wollen die nächste Stufe und hier noch nicht dick gewinnen. Die dicken Fische sollen natürlich später kommen und durchkommen. Okay, wir sind durch. Nice. Vorsprung noch ein. Komm, ein Vorsprung noch. Oh, ach nee, guck mal, da kommt die scharfe Klinge. Zat, zat ab. Der wird da hochgezogen. Nice. Wir haben einen Vorsprung. Wichtig und richtig. Und noch ein. Nochmal eine Klinge. Nee, komm, ein noch. Schade. Aber gut, können wir mit leben. 10 Spins, 3 Samurais, das kann er machen, ne? Jetzt den ersten direkt. Okay, komm, mal 2, viele Fische, nicht sonderlich dick, aber passt. 35, 28, damit wird er uns, ich denke, der wird uns ein bisschen unsere Bilanz hier verbessern. Noch ein. Komm schon, noch ein. Ach, irgendwie sieht die Frau so aus, als wenn die auch irgendwas können müsste, ne? Oh, viele Fische. Komm schon, wir brauchen doch nur noch 2. Wo ist er denn? Nicht da. Katastrophe. Ach, hör auf. Einmal klicken. Klappt auch nicht. Ja gut, dann doppelt. Dann trocken genommen. Ich war optimistischer, muss ich sagen. Und der letzte auch nicht. 84, 42, ja. Hm. 84, 42, ich trage es kurz ein, damit wir gleich ein schönes Overview haben. So, Excalibur Unleashed als nächstes. Excalibur Unleashed. Ja. Was soll ich dazu sagen? Multi ist schlecht, ne? Zweier und ein Wild. Dann connecte, wie ein Geisteskranker. Macht er den ersten schon mal nicht. Macht er im zweiten auch nicht. Okay, jetzt gibt es hier 3er-Multi. Wir müssen aber durchconnecten, damit es einen Spin dazu gibt. Das macht er einfach nicht. Wir müssen durchkommen. Er macht's nicht. Ganz, ganz traurig. 12,12 Euro. Und das ist natürlich tödlich, weil das war einer von den mit doppeltem Einsatz. 12,12 Euro. Tja, Roman Legion, unsere letzte Hoffnung. Komm, Wildline jetzt. Wildline. Alle Daumen drücken für die Wildline. Let's go. Erster Römer ist da. Zweiter nicht. Zweiter nicht. Oh no way, Digga. Und wieder nichts. Das war's. Da passiert nichts mehr. Oder? Wird schwierig. 2 Spins haben wir, glaube ich, noch, ne? Da passiert nichts mehr. Da passiert tatsächlich nichts mehr. Auch im letzten kein Römer mehr. Tja, hart Schläge kassiert hier. 49,50 gibt's. Update Huntlist. Damit ist das Minus amtlich. Spin after win. Ja, Spin after win. Ihr seht's hier unten. 696,33 bleiben über. Lass uns mal schnell ins Overview huschen hier. Den machen wir aus. Und den machen wir an. 13 Spiele gespielt. Average 54x. Das ist eine Katastrophe. Wir haben mit 1000 gestartet. Haben fast 300 verloren. Bei 13 Spielen. Schade, Marmelade. Egal, kann nicht immer klappen. Die letzte war super gut. Die hier war halt gewöhnlich schlecht. Ich hoffe, euch hat die Bonushand gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo da. Checkt meine Website ab. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ich lade euch recht herzlich zu meinen Livestreams ein. Von Dienstag bis Sonntag immer so zwischen 20 und 21 Uhr starten wir. Für die, die es aktuell schauen, das Video heute an diesem Freitag werden wir erst gegen 22 Uhr starten. Aber dafür lang in die Nacht hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, Kakao.